und wie die das alle gewuppt haben und dieser Zusammenhalt. Ich glaube, dass uns das dann insgesamt noch stärker macht, auch für die kommende Zeit. Hallo liebe Eva-Maria Federhen, du bist die sportliche Leiterin der Handballabteilung und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei Mainz 05. Über beides wollen wir heute ein bisschen sprechen. Erstmal vielen Dank, dass du am heißesten Tag des Jahres die Zeit und Muße für uns hast. Ja, sehr gerne, Mara. Ich freue mich auch, ja, heute mal wieder bei dir zu sein. Ja. Und ja, irgendwie schaffen wir es immer, dass es besonders heiß ist. Genau, wir haben uns gerade, die ZuschauerInnen werden sich vielleicht nicht mehr erinnern, wir haben so vor 5 Jahren schon mal einen Dreh zusammen gehabt. Damals eigentlich im, ich glaube, Januar, also es war Außentemperatur jedenfalls sehr kalt, aber in der Umkleide der Halle ließen sich die Fenster nicht öffnen und es war irgendwie auch 37 Grad hochtemperiert, die haben wir heute auch ungefähr. Eine heiße Saison, um mal den Übergang zu schaffen, habt ihr auch mit den Dynamites hinter euch. Mhm. Es gab Phasen gegen Ende, da hat keiner mehr drauf wetten wollen, dass ihr es noch schafft. Ihr selber habt aber in den Gesprächen, wurde das schon deutlich, immer den Glauben gehabt, dass ihr es noch rumreißen könnt. Wie war das Gefühl, als es dann endlich gelungen war? Ja, natürlich müssen wir das ja auch ausstrahlen. Also es war nicht nur, dass wir es nach außen so vorgegeben haben. Das war natürlich auch ganz klar das erklärte Ziel. Und das war auch notwendig, um die Mädels halt auch entsprechend moralisch auch zu unterstützen nach dieser doch sehr schwierigen Situation. Und das war so emotional belastend, diese Phase. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas jemals erlebt habe. Man muss ja sagen, es war auch wirklich letztlich dann ein Existenzkampf, ne? Weil also mit einem Abstieg hätte auch eure zweite Mannschaft dann eine Liga weiter runtergemusst. Ihr hättet viele der Spielerinnen, die ihr für die neue Saison im Prinzip schon verpflichtet hattet, nicht halten können. Wie groß war denn dann auch tatsächlich bei den Spielerinnen die Erleichterung, weil das für sie ja bedeutet hat, sie können überhaupt hier bleiben und können eben Mainz 05 in der zweiten Liga weiter vertreten, was sie sich ja gewünscht haben? Wir haben lange überlegt, machen wir einen Plan B? Mhm. Haben das aber ganz schnell beiseite geschoben, weil genau das wäre wirklich der Super-GAU für uns gewesen. Wir hätten ganz neu starten müssen im Endeffekt, was den Mannschaftskader angeht, für die erste Mannschaft, für die zweite Mannschaft. Das wäre sehr spannend geworden und insofern sind wir umso glücklicher, dass wir das wirklich mit vereinten Kräften geschafft haben. Da haben ja beide Mannschaften auch sehr, sehr stark zusammengehalten. Du hast es gerade angesprochen, die zweite Mannschaft ist sozusagen zu Hilfe geeilt. Ihr habt aus zwei Mannschaften ein Team geformt. Haben denn einige der jungen Spielerinnen jetzt für die neue Saison auch den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft geschafft? Ja, wir haben da super Mädels, junge, talentierte Spielerinnen, die natürlich dann auch jetzt einen Perspektivspielervertrag bekommen haben. Mhm. Das hatten wir aber auch vorher schon geplant. Weil das ist eigentlich das, ja, unser Konzept, dass wir genauso die Mannschaft weiterentwickeln mit jungen Spielern, die zum Teil mit 16, 17 bei uns starten und dann wirklich die Chance bekommen, auch zweite Liga zu spielen. Du bist ja im Verein ein bisschen ein Hybrid. Du bist selber über den Handball in den Verein reingekommen, bist aber sowohl als Fan als auch eben jetzt schon seit einigen Jahren in offizieller Funktion eben im Fußball drin. Wie managst du das denn für dich so in deiner Herangehensweise? Wenn du an den Verein denkst, denkst du zuerst an Handball, denkst du zuerst an Fußball, denkst du an, dass dein Herz für den Verein schlägt? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich glaube, das ist das Letztere, was du gerade gesagt hast. Also erstmal ist es das Herz, das für den Verein schlägt. Mhm. Und da ist natürlich auch der Fußball wichtig. Aber wenn ich beim Handball bin, es steht ganz klar der Handball im Vordergrund. Oder auch, wenn es um Themen geht, um den Handball zu unterstützen, um die Spielerinnen zu unterstützen, dann steht das natürlich auch im Vordergrund. Ja. Ich glaube, das ist auch im Interesse des Vereins letztlich. Insofern versuche ich, das Ganze möglichst positiv immer miteinander zu verbinden. Jetzt bekommt ihr perspektivisch eine neue Abteilung dazu, nämlich im Bereich Fußball auch die Frauen. Es gibt jetzt die Kooperation mit dem TSV Schott. Ist es so, dass du auch so ein bisschen durch deine Geschichte, dass du viel eben als Frau im Fußball dich schon bewegt hast und auch so ein bisschen siehst, was das irgendwie für Themen manchmal mit sich bringt, dann einen besonderen Blick drauf hast? Oder wie empfindest du das? Also zunächst mal finde ich das natürlich toll, ja, weil der Frauenfußball hat sich enorm entwickelt. Und da ist es natürlich super, weil
ich denke, dass das eine große Chance ist, auch für die Fußballerinnen, die jetzt ja aktuell noch zu Schott gehören, dass sie einfach professioneller unterstützt werden, andere Bedingungen vorfinden. Es gibt ein großes Know-how bei uns im Verein, allerdings natürlich kein Know-how im Frauenfußball. Und es wird, glaube ich, eine ganz spannende Aufgabe. Und es wird auch spannend sein, wie man das im Verein integriert. Da hat bisher keiner Erfahrung. Und insofern sind auch wir sehr gespannt. Wir werden das unterstützen. Wir hatten schon auch eine Anfrage, ob unsere Torfrauen nicht mal zusammen trainieren könnten mit den Torwarttrainern. Und ich glaube, das kann ganz großartig werden. Ich erinnere mich, dass wir bei unserem ersten Gespräch uns auch darüber ausgetauscht haben, wie ihr versucht, auch gerade die aktive Szene für die Handballerinnen zu gewinnen. Da ist sehr viel passiert in den letzten Jahren. Man weiß auch, dass die Gegnerinnen durchaus Respekt davor haben, nach Mainz zu kommen, weil sie wissen, die Halle bebt einfach. Was würdest du denn sagen, wenn du so auf die Stadt schaust, wie hat sich der Blick auf die Handballabteilung verändert? Der Fokus darauf ist überhaupt erst mal entstanden. Mhm. Vorher gab es den in der Form gar nicht. Und die aktive Szene, ja, wir würden uns wünschen, dass das natürlich jetzt gerade nach dieser Corona-Zeit, dass das jetzt wieder anläuft. Weil das war für uns nicht ganz so einfach. Mhm. Wir machen Hallensport. Ich glaube, das ist im Freien, im Stadion etwas einfacher, die Fans zurückzuholen. Da waren doch viele skeptisch. Gehen wir wieder zurück in die Halle. Und da hoffen wir natürlich jetzt in der neuen Runde, dass wir die Halle auch wieder vollkriegen, weil das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre. Ja, was lernen wir? Wenn es läuft, dann läuft's. Und eine, die Dinge in diesem Verein seit sehr vielen Jahren mit zum Laufen bringt, bist du. Vielen lieben Dank, dass du dir neben allen Aufgaben, die du ohnehin schon hast, die Zeit für uns genommen hast. Das war wie immer sehr spannend. Ich danke dir, liebe Mara. Sehr gerne. Du bekommst zum Abschied die Mainz 05-Gummibärchen in der Wortpiratin-Gummibärchen-Tüte. Dankeschön, danke. Super.